Also es gibt eine ambulante palliative Betreuung, die durchgeführt wird durch mobile Palliativteams, die zu den Menschen nach Hause kommen, schauen, was man dort verbessern kann. Es gibt auch Palliativambulanzen, wo Sie als Patientin oder Patient hingehen können und dann auch wieder nach Hause gehen, zum Beispiel wenn Sie Symptomlast haben, dass man versucht, das ambulant abzuklären. Sie kommen wie in eine ganz normale andere Ambulanz und gehen dann wieder nach Hause. Es gibt Palliativstationen, stationäre Einrichtungen, die benötigen Sie meistens dann, wenn die Situation ein wenig komplexer ist. Das bedeutet, wenn man nicht mit dem Zauberstab sagen kann, wir haben jetzt sofort die Lösung, sondern einige Zeit braucht. Das sind die verschiedenen Formen einer palliativen Betreuung, die es gibt. Die Wahl der Betreuungsform, da gibt es einen schönen Satz von Max Frisch, die Würde des Menschen liegt in der Wahl, ist etwas, das Sie selbst für sich entscheiden müssen. Erfahrungsgemäß ist es so, das ist etwas, das ich aus der persönlichen Erfahrung berichten kann, dass die meisten Menschen erst sehr spät auf eine Palliativstation kommen oder sich an Palliativeinrichtungen wenden. Auch die Angehörigen, wenn der Hut brennt, wenn große Verzweiflung herrscht. Ich denke, viele Menschen sollten früher kommen, um möglichst das Ziel zu erreichen, dann zu Hause sein zu können, wenn die Erkrankung sehr weit fortgeschritten ist. Das möchten die meisten Menschen. Sie sagen, wenn ich mal in einer Situation bin, wo man mir mit einer Chemotherapie, Strahlentherapie, Operation nicht mehr helfen kann, möchte ich in meinem vertrauten Umfeld sein. Das ermöglichen wir gerne als Palliativteam, nur man darf es nicht zu sehr idealisieren. Es ist genauso Ihr gutes Recht, wenn Sie viele Probleme haben, dass Sie ein Krankenhaus in Anspruch nehmen. Dass Sie sagen, ich komme auf eine Palliativstation, weil ich habe einfach Angst zu Hause. Ich möchte 24 Stunden betreut werden. Ich möchte ein Team hinter mir haben. Ich brauche die Sicherheit des Krankenhauses. Es gibt so viele Möglichkeiten. Ich glaube, man sollte für alles offen bleiben. Und was wir tun können, ist, wir können Sie beraten. Aber Sie selber sind die Expertin oder der Experte für Ihre eigenen Werte. Wie lange eine palliative Betreuung dauert, ist sehr, sehr individuell, muss man ganz ehrlich sagen. Es kann über Jahre gehen. Es gibt ja viele Erkrankungen, wo man primär sagt, sie sind nicht heilbar, also nennt man sie palliativ. Heilbar wäre kurativ, palliativ ist nicht heilbar. So einfach ist das Leben aber nicht. Man muss ein bisschen schauen, wie ist Ihre individuelle Situation, wie ist Ihr Erkrankungsstadium, wie ist Ihre ganze Konstitution. Da gibt es einen sehr guten Spruch, den ich persönlich sehr gerne mag. Befund ist nicht gleich Befinden. Es kann sein, dass in Ihrer Computertomographie steht, Sie haben Metastasen da und dort und Sie sind ganz verzweifelt, wenn Sie das lesen, weil Sie sich denken, eigentlich geht es mir gut. Und umgekehrt kann es sein, dass Sie gar nicht so eine hohe Last haben durch ihre Tumorerkrankung, wenn man sich die Computertomographiebilder ansieht oder restliche medizinische Befunde und sie fühlen sich aber schlecht. Das bedeutet, palliative Betreuung kann über Wochen gehen, über Monate, über Jahre, ist aber auch am Lebensende dafür da, das Lebensende ein bisschen anzunehmen, über das Sterben offen zu sprechen, zu entängstigen. Und auch mit Ihnen offen zu klären, was Ihre Fragen sind. Wenn Sie nicht darüber sprechen wollen, ist ein Palliativteam nicht so, dass es Ihnen das Sprechen über das Lebensende aufdrängen würde. Das ist ein Prozess, der entstehen kann, aber nicht muss. Was die Kosten einer Palliativtherapie betrifft, so sollte man sich in den unterschiedlichsten österreichischen Bundesländern erkundigen, wie dort die Regulatorien sind. Ich kann von Wien sprechen, dass eine stationäre Palliativbehandlung kostenfrei ist und dass es bei einem mobilen Palliativteam einen Tagessatz gibt. Das ist aber nicht viel, das da monatlich zu bezahlen ist. Das ist in anderen Bundesländern nicht der Fall. Hier möchte ich Ihnen zwei Quellen angeben, wo Sie das nachlesen können. Das ist einerseits www.hospiz.at, wo Sie alle Einrichtungen finden und auch sehr, sehr viele Informationen. Und die andere Homepage wäre die Homepage der Österreichischen Palliativgesellschaft.
www.palliativ mit Doppel-L und Harten Paula und Victor am Schluss, palliativ.at, wo Sie auch sehr, sehr viele Informationen finden können. Aber Sie brauchen keine Sorge haben, eine palliative Betreuung ist mit Sicherheit für alle Menschen leistbar und man wird das Beste tun, gemeinsam mit der Sozialarbeiterin eine Lösung zu finden, die an ihre Umstände angepasst wird.